Die Arbeit hier draußen am Naturteich ist mental deutlich anstrengender, als wenn man jetzt auf der Farm irgendwas zu tun hat. Ja, als wenn man jetzt eine Sendung Fische packt für China mit 100 Boxen, das ist vielleicht körperlich anstrengender. Aber hier in der Sonne und am Sonnenschirm zu sitzen und eine Netzkelle nach der anderen zu sortieren und immer mit der Konzentration dabei zu bleiben, den Klicker, diesen kleinen Counter, den wir in der Hand haben, den immer zu betätigen, immer daran zu denken, dass auch das Ergebnis am Ende stimmt. Das ist schon relativ ja, aufwendig von der Konzentration her. Man merkt dann auch wirklich, wie einem die Energie dann fehlt. Besonders zum Ende hin von so einem Teich, wenn man mal so 2 Stunden durchselektiert hat, das sieht man manche Fische zweimal. Das ist dann ganz faszinierend. Dann weiß man, jetzt muss ich mal in eine andere Richtung gucken, jetzt muss ich mal einen anderen Punkt anvisieren, der weiter weg ist, am anderen Ufer vom Teich oder sowas, um einfach wieder mal das Gehirn zu entspannen, das Auge zu entspannen und mal kurz sich zu sammeln, sich zu kalibrieren und dann einfach weiterzumachen. Was gibt es noch zu berichten? Bei so einer Brut Koraku sind wirklich nur orangefarbene Tiere dabei. Es ist nicht irgendwie ein Anteil dabei an Fischen, die zurückfallen auf irgendeinen Urkoi, die irgendwie schwarz sind oder braun sind oder wie Chagoi sind oder in irgendeine andere Richtung rausfallen, sondern die Tiere sind alle entweder ganz orange oder sie zeigen eben Zeichnungen. Ganz vereinzelt haben wir ein, zwei Tiere dabei mit einem dunklen Fleck oder sowas. Aber eigentlich sind die Tiere zu 100%, muss man sagen, Kohaku mit mehr oder weniger Zeichnung. Und was wir raussortieren, sind eben die Tiere, die Zeichnung aufweisen. Und bei den 10% oder weniger als 10%, die hängen bleiben, sind vielleicht 1% dabei, die wirklich schon eine sehr, sehr gut definierte Zeichnung aufweisen, die dann auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, mit Aufmerksamkeit versehen werden, die man dann auch seinem Partner, der neben einem sitzt und sortiert, dann auch mal rübergibt in seine Netzkelle und sagt, hier, guck mal, der ist außergewöhnlich. Aber er auch sagt, ja, stimmt. Also die richtig guten Fische sind auch in der Größe, in dieser kleinen Größe jetzt durchaus schon präsent und mit dem Auge zu erfassen. Ja. Und es sind halt auch ganz viele Tiere dabei, wo man halt sagt, naja, lass es jetzt bei der ersten Selektion mal drauf ankommen, lass sie jetzt einmal durch. Und bei der zweiten Selektion kommen sie wahrscheinlich nicht weiter. Dass man auch mal einem Tier diese Chance gibt und sagt, ja, vielleicht entwickelt er ja doch noch etwas. Und es sind natürlich auch Tiere dabei, wo man sagt, okay, an dem Tier kann man vielleicht noch was verändern, an dem Tier kann man noch in Zukunft was dran erarbeiten. Lassen wir den auch nochmal durchgehen. Wenn der Rest von dem Fisch stimmt. Ja. So bestimmte Merkmale wie Kopfzeichnung, Zeichnung, die über die Kiemendeckel runterläuft oder vielleicht Zeichnung, die in die Flossen hineingelaufen ist. Diese Netzgehege, wie ihr es jetzt hier im Bild seht, die haben so 2 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter Tiefe, werden im Becken aufgespannt. Erst kommt alle Jungbrut da hinein. Dann nimmt man eine Aluminiumstange, schiebt die praktisch unter dem Netzgehege durch, dass man das Netzgehege in 2 Kammern teilt. In eine Kammer, die vielleicht 25% so groß ist wie der Rest vom Gehege. Da sind dann alle Tiere drin, die unsortiert sind. In dem hinteren, wesentlich größeren Teil ist erstmal gar nichts drin. Und wenn ich dann anfange zu sortieren, dann wandern die guten Tiere direkt neben mir zurück in den Teich, in die Wasserfläche. Und die schlechten Tiere wandern in den hinteren, größeren Teil des abgetrennten Geheges, und werden später dann halt entnommen und ja, verworfen. Also auch das, was jetzt Naoto-san hier vorne in der ersten Kammer macht. Er guckt jetzt auch diese übrig gebliebenen größeren Fische nochmal durch. Was ist davon interessant? Was nehmen wir mit zurück auf die Farm, wo vielleicht Shigeru nochmal einen Blick drauf wirft? Und alles, was vor seinen Augen halt keine Gnade findet, wirft er in die größere Kammer weiter, wo eben all diese Fische drin sind, die nicht weiterkommen. Hier schöpft Nahotosan die ganzen Schnecken aus dem restlichen Gehege raus. Also in diesen Teichen sind wahnsinnig viele Wasserschnecken, die halt auch mit im Schleppnetz landen. Genauso wie jede Menge Kaulquappen und Rückenschwimmer, Libellenlarven, große Larven von der Gottesanbeterin. Und
Ja, auch große Ochsenfrösche, die entfernt werden, vorher entfernt werden. Sowas findet sich alles im Netz und wird dann halt auch aus dem Teich entfernt. Ja, den eingerichteten Arbeitsplatz habt ihr bestimmt schon öfters gesehen. Besteht halt aus diesem Netzgehege, aus 1, 2 Sonnenschirmen. Dann haben wir hier, lieber im Auto, seht ihr es, diese dicken Styrodur-Quader, die nochmal umwickelt sind mit Frischhaltefolie, damit sie sich nicht mit Wasser vollsaugen, damit sie auch besser zu desinfizieren sind. Darin dann diese kleine blaue Wanne. In diese blaue Wanne kommt das Frischwasser, was in dem 20-Liter-Kanister im Hintergrund steht. In dieser blauen Wanne da hineinsetzen wir praktisch die Netzkelle mit den zu sortierenden Fischen. Mit dem kleinen Kescher sortieren wir dann die guten Fische raus. In diesem Ding liegt dieser Counter drin, dieses kleine Zählwerk, wo wir immer weiter drücken, wenn wir einen Fisch in den Teich zurückentlassen haben. Und das war es eigentlich größtenteils. Im Hintergrund seht ihr noch japanische Getränkekisten, die halt auch mit einer Auflage aus Styrodur versehen sind. Da sitzen wir drauf im Wasser. Und gut, wir brauchen einen großen Kescher, wie er hier zu meinen Füßen liegt, um eben die aussortierten Fische dann später aus dem Netzgehege zu entnehmen, dass wir das Netzgehege wieder mit nach Hause nehmen können, dass wir es desinfizieren können, dass wir es sauber machen können. Die Baustahlstangen sind halt auch immer dabei, um das Netzgehege zu spannen, um einen Sonnenschirm daran festzubinden. Ja, das ist eigentlich der Job und der geht von morgens um 5:30 bis abends um 5 Uhr, 6 Uhr, je nachdem. Wir haben eine Mittagspause, klar, wo wir alle zurückkommen zur Farm, wo wir zusammen Mittag essen. An einem Tag, wo wir jetzt nicht so wahnsinnig im Stress sind wie heute, ist die Mittagspause auch durchaus ein bisschen ausgedehnter. Da geht die mal eine Stunde, anderthalb. An einem Tag wie gestern, wo wir 14 Stunden gearbeitet haben, hatten wir auch nur eine Mittagspause von knapp 30 Minuten.